Eisenschädel, alle! Kommen wir zum mit Spannung erwarteten Finale des King of Kings Grand Prix Tournaments zwischen Überraschungsmann Chris Bayer aus Holland und Alex Vogel aus Duisburg. Besiegte im ersten Kampf Andriy Panov aus der Ukraine, setzte sich dann gegen Max Baumer durch und stellte im Finale Alex Vogel, gewann gegen Francisco Matos aus Portugal und gegen den Regensburger Leo Benninger. Auch er tolle Leistung gezeigt und jetzt schauen wir uns mal in aller Ruhe hier diesen Einmarsch an. Endkampf King of Kings Grand Prix Deutschland in Magdeburg. Wer kann die Trophäe hier mit nach Hause nehmen? Er? Oder der Mann, der überraschend hier auftauchte, einsprang und das Finale erreicht hat. So, wir hatten beide nochmal darauf hingewiesen, dass sie hier fair zu kämpfen haben von Günter Kukuczek. Und die erste Runde. Da gleich mal die linke Führungshand zum Kopf vom Vogel. Der versucht da mit der rechten zu kontern. Ah, die rechte da von Bayer. Wie so eine Raubkatze, wie er hier auftritt. Zack, ganz schnell. Knie mal so vorbeigeschoben. Nicht getroffen. Aber Vogel weiß, dass er ja höllisch aufpassen muss. Bayer lauert da auf
Eine Lücke in der Deckung vom Vogel. Ja, auch mal gute Linke da vom Vogel. Rechte vom Bayer. So ein bisschen die Ruhe vorm Sturm, hat man so den Eindruck. Gute Beinarbeit beim Holländer. Sicherlich ganz großes Talent, was man so gesehen hat hier in Magdeburg. Hat keine Probleme mit der Rechtsauslage vom Vogel. Ja, kommt nochmal durch mit der Linken, gar nicht schlecht gemacht. Vogel muss natürlich schauen, dass er hier einigermaßen Körner spart für die letzten zwei Runden. Ah, die rechte da zum Kopf. Bayer dreht auf. Zweimal das Knie und da kommt er durch. Und Vogel muss runter. Ansatzlos, da hat er nicht mitgerechnet. Und dann kommt das eingesprungene Knie und der Kampf ist aus. Und Chris Bayer ist der Überraschungsmann. Chris Bayer gewinnt das King of Kings Grand Prix Tournament in Magdeburg. Ein Resultat, mit dem hier niemand zuvor gerechnet hatte. Enttäuschung natürlich bei Vogel, hat er sich anders vorgestellt, aber dieser Chris Bayer war einfach bärenstark. Vogel einmal nicht aufgepasst, war in der Mitte offen und da kam das Knie und der Kampf ist vorbei. Team Vogel führt den schwer angeschlagenen, da sieht man auch eigene Mann da in die Ringecke und aus dem Ring und er kann sich natürlich freuen. Also, hier in Magdeburg haben die Fans einen ganz, ganz tollen Kampfabend erlebt mit tollen Weltmeisterschaftskämpfen und vor allen Dingen mit einem überragenden King of Kings Grand Prix Tournament und hier die Siegerehrung. World Profit Tournament.